Core Gaming VS. Let's play, let's go. Heute mit einem neuen Titel. Und zwar Spirits heißt das Spiel. Also ganz so neu ist das auch nicht. Ich meine, neu in meinen Videos. Und ist ein richtig cooles Denkspiel. Mit Geistern, die man zum Ziel bewegen muss. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Ist grafisch wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und Musik ist eigentlich auch ganz cool. Und bevor ich jetzt hier weiterlaber, haue ich jetzt einfach mal direkt rein. Und zwar tun wir hier mal ein Level hier selecten. Und hier kann man schon sehen, was ich alles geschafft habe und was die Anforderungen dazu waren. Und ich haue jetzt einfach mal rein mit dem zweiten Level zum Beispiel. Also hier sehen wir jetzt die Geister, wie sie rauslaufen. Und wenn ich jetzt einen von denen antippe, kann ich jetzt entscheiden, ja, was soll passieren? Was soll hier geschehen? Und jetzt bleibt mir hier nur eins zur Auswahl, das klicken wir jetzt an und machen das natürlich schlauerweise hier rechts nach oben. Und schwuppdiwupps kann man schon sehen, ein Wind wird rausgeblasen. Wir zoomen hier mal raus. Ja, und so schnell funktioniert, so schnell geht das hier. Dasselbe machen wir hier auch nochmal. Und normalerweise sollten die Geister, die dann immer hin und her laufen, genau, alles klar, perfectly. Wir hauen mal weiter ins nächste Level. Ja, das war auf jeden Fall ein schwieriges Level, muss man wirklich sagen. Also, das ist hier oben. Wir berühren jetzt ein. Ah, hier ist schon ein neues Zeichen. Und zwar kann aus diesem Geist eine Pflanze werden. Wenn wir es draufdrücken, können wir entscheiden, in welche Richtung die wachsen soll. Und zacki, 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 kann man schon sehen. Aha. So, und jetzt blasen wir hier mal nach oben. Ja, ein paar haben es geschafft. Dauert immer natürlich ein bisschen. Jawohl, 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 jawohl. Okay, funktioniert wunderbar. Es ist auch sehr viel Glück mit dabei. Es kann manchmal sein, dass diese Viecher hier auch mal einen komischen Weg laufen und nie ankommen. Das ist so dieses Prinzip dieser unendlichen Chaos-Theorie. Aber in der Regel müssten die alle ankommen. Außer die zwei Vögel jetzt. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ja, was habe ich hier falsch gemacht? Ich lasse es jetzt hier noch einmal laufen. Also ihr seht, grafisch ist cool, auf jeden Fall. Also der Wind sieht echt cool aus. Und auch die Geister, wie sie gemacht sind. Und überhaupt alles in so einem Zeichentrick, in so einer Zeichentrick-Optik. Also gut, ich gebe das jetzt auf. Und zwar warten wir, bis der hier wieder in die Nähe der Kante läuft. Zack. Und blasen hier mal in diese Richtung. Das hat funktioniert. Ja, dieser Kollege hier bleibt jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit hängen. Das ist ein dummer Zufall, Leute. Also auf das muss man wirklich achten, sonst wäre das Spiel natürlich auch viel zu einfach. Ihr wisst aber, was ich meine, auf was es hinausgeht. Ich würde jetzt vorschlagen, wenn wir hier rechts unten auf die Bäume klicken, gehen wir auf das Menü und probieren jetzt mal zusammen das sechste Level mal zu zocken. Ich kenne es nicht, ihr habt es gerade gesehen. Ja, nee, die Optik ist echt cool. Die Optik ist echt richtig, richtig gut. Okay, wie kommen wir da nach unten? Gut, ich bin mal gespannt. Ich klicke jetzt mal einen von denen an. Aha. Okay, ich kann mir schon denken, was das soll. Jawohl. Lemmings-Style. Okay, die Pflanze hier haben wir eingesammelt, was hier so leuchtet. Wir gehen jetzt hier mal durch. Oh nein, Kollege. Ah, doch. Okay, Glück gehabt. Ah, ihr seht, was hier oben passiert. Aha. Dann würde ich vorschlagen, wir tun dieses Level mal restarten und sorgen dafür, dass gleich der erste, der hier rauskommt, nach unten läuft. Ja, dann dürfte dieses Problem nämlich nicht mehr da sein. Und gleich hier, zack, nach rechts, komm, Hardcore, tak, 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 tak. Ja, natürlich. Das ist das Spielprinzip, meine Freunde. Das ist echt richtig cool. Spirits heißt das Spiel. Kann ich echt nur empfehlen, weil es optisch echt was hermacht. Und
einfach auch noch nie da gewesen war. Genauso wie in meinen Videos das Batterie fast leer, 10% Batterieladezustand. Entschuldigung dafür. Und ja, das Spiel kann man echt nur empfehlen, meine Freunde, auf jeden Fall. Wir gehen mal hier ins Next Level. Zocken wir jetzt aber nicht mehr weiter, weil das Spielprinzip eigentlich hier schon erklärt wurde. Und hier sehen wir World Rank 9893. Okay, hat auch eigentlich eine sehr gute Zahl. Was kann man in den Options machen? Okay, den Namen, Music Volume, Sound FX und Uploading Highscore. Und alles andere ist natürlich selbsterklärend. Und genauso wie es selbsterklärend ist, dass ihr auf jeden Fall mein Video kommentieren und liken sollt. Und auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, weil euch regelmäßig Video-Uploads erwarten. Und ja, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Core Gaming VS, let's play, let's go.